Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier auf dem Dach vom Masjid Haram. Die Frisur sitzt immer noch, alhamdulillah. Vielleicht fragt der eine oder andere sich jetzt gerade, ob ich der Sponsor wieder geändert wurde. Aber wie gesagt, dazu gibt es keine Auskünfte. Ich wollte euch an eine Sache wollte ich euch erinnern, liebe Geschwister. An eine Sache wollte ich euch erinnern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, den werden wir ein gutes Leben bescheren. Die Leute, die denken, sie könnten in Fawahish, in Zina, in Alkohol, Khamar und diese ganzen Sachen, sie könnten in Unzucht, Glückseligkeit finden, sie finden keine Unzucht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Wer sich von meiner Rechtleitung abwandt, dem werden wir ein enges Leben bescheren. Deswegen schau dir die Leute um dich herum an, die dachten, sie könnten glückselig werden durch Drogen, durch Sinna, durch Unzucht, durch Alkohol. Wo ist ihr Ende? Ihr Ende ist, dass sie ein enges Leben führen. Damit wirst du nicht glückselig. Und denke nicht, weil der ein oder andere Muslim kein Geld in der Tasche hat, dass er nicht glücklich ist. Denn der Ort der Glückseligkeit ist das Herz, nicht die Tasche, nicht die Bank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.